Moin Leute und willkommen zur ersten Folge von Minecraft Feed the Beast. Ja, wie ihr im Infovideo schon gehört habt, können wir Tacket jetzt nicht so machen, nicht so wie geplant, da Tacket bei uns nicht funktioniert im Moment. Und stattdessen machen wir jetzt Feed the Beast. Da gab es auch am Anfang einige Probleme mit Fraps bei mir, deshalb haben wir jetzt die erste und zweite Folge nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir wollten dann keine neue Welt anfangen, sondern da wir noch nicht so viel hatten, direkt so weitermachen. Und ja, wir sind dann jetzt hier erstmal meinen gewesen hauptsächlich und haben schon ein paar Sachen gesammelt. Ihr habt jetzt nicht so sonderlich viel verpasst, aber. Ich baue einmal Haus. Ich baue mir jetzt erstmal meine Schaufel und hole mir ganz viel Schnee, damit ich mir ganz viel. Ja, ich packe jetzt mal die ganzen Sachen ein, die ich gefarmt habe. Damit ich mein schönes Iglu machen kann. Ja, ich war hier in den Minen, hab ein paar Sachen gesammelt. Stefan kommt vielleicht nochmal später dazu. Der hat aber gerade keine Zeit. Ja, wer ist das? Ja, das habe ich ja im Infovideo schon erklärt. Der wird bei Gameplay Together. Ach, mir fällt mal dein Name nicht ein. Jetzt erstmal mitmachen. Und ja, da gucken wir da einfach mal. Der wird vermutlich Let's Plays für LOL machen. League of Legends. Und ja. League of Legends. Ja, das kennen vermutlich die meisten von euch, ne? Dieses... Oh, scheiße, ich hab Hunger. Scheiße. Hast du was zu essen? Könnt ihr ja googeln, wenn es euch interessiert. Ja. Werdet ihr alles noch... Shit. Also ich will erstmal einen Masturbator machen, bevor... Scheiße. Ich hab gar nichts zu essen. Ich hab nicht mal Holz für eine Kiste. Oh, muss ich die ganzen Sachen hier hinschmeißen? Aber die Sachen gehen nicht verloren, wenn ich sie hier hinwerfe, oder? Erstmal. Wo meinst du? Ich schmeiß sie oben in mein Haus hin, geh kurz direkt nach unten in die Mine, die Wendeltreppe runter. Ja, aber das 5 Minuten sind die dann nur da. Ja, okay, das schaffe ich. Meine ich. Nur ich habe keine Kiste. Und jetzt auch kein Holz. Ja, das ist die eine. Ja, also wenn ich fünf Minuten nicht in dem Schank bin, in der die sind, also wenn ich daneben stehe, bleiben sie, glaube ich, länger. Aber ich glaube nicht. Doch, ich glaube, wenn ich nicht... Ja, wenn der Chunk nicht geladen ist, dann ist es sowieso egal, dann bleiben die da unendlich. Ich bin ja, glaube ich, in dem Chunk. Ich bin ja eigentlich nur weiter unten. Das Blöde ist, dass die Map alle Höhlen zeigt. Ja. Also kann man irgendwie immer sehen, wo man ungefähr hin muss oder so. Fehlt nur noch, dass sie zeigt, wo Diamanten und so sind. So mit blauen Punkten. Ja. Jetzt schneit's schon wieder, willst du mich verarschen? Ich eigentlich nicht. So. Mann, das nervt. Oh, scheiße, hat's gerade gedonnert. Ich mache hier gerade Moment mit allen Jahren. Oha. So, jetzt kommt wieder mehr Schnee, willst du mich verarschen? Viel Spaß, egal. Gut, dass ich nicht im Schneebiom bin. Ja, ich habe aber. Ich mach mir ein Iglu. Ja, ich habe mir auch schon ein neues Format überlegt. Das werde ich jetzt dann in der Konfi nochmal mit den anderen besprechen. Also mit Nikolas und Stefan, wenn er dabei bleibt. Das werdet ihr dann nochmal kennenlernen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und wird euch auch gefallen. Was denn überhaupt? Sag mir mal, ich bin das nicht. Ja, ich will es eigentlich noch nicht so verraten. Erstmal nur so eine Ankündigung, aber noch nicht gleich sagen, was es ist. Also wird, glaube ich, ganz gut. Nicht. Wir brauchen Kisten immer so ewig abzubauen und haben keine Animation. Keine Abbauanimation. Habe ich eigentlich jetzt mal... Ah, hier. Ich brauche dringend was zu essen. Ich habe irgendwie nur noch Zombiefleisch. Tja. Ah, Stefan hatte in der letzten Folge auch was angebaut. Der war ja schon mal dabei, aber dadurch, dass halt das Fraps-Problem... Oh nein, schon wieder Regen. Dadurch, dass das Fraps-Problem war, kennt ihr ihn nicht. Die Sachen waren noch da, als ich wieder kam.
Ey, hast du zufällig Rubber für mich? Ja, aber nicht für dich. Ich habe nämlich auch nur ein bisschen. Ich glaube, ich wollte ein paar Kabel machen, weil ich habe Copper. Ja, mach dir doch welche oder hol dir Rubber Trees. Ja, ich habe ja gar keine. Aber wo hat er diese Farm? Ja, denn? Ja, wo hat er denn die Farm angelegt? Er wollte doch hier was. Nee, ich war nicht dabei. Kuh! Oh, mach mal. Oh, hier ist noch eine Höhle. So. So, falls ich mich beim gesamten Essen an den Stefan verschwendet. Cool. Das ist nicht cool. Wo hat er denn diese verschissene Farm angelegt? Ja, ich mache hier meine Farm. Da pflanze ich alles an. Und wo ist die bitte schon? Na, vermutlich 100 Kilometer weiter, als er noch bei dir war oder so. Hm, verarscht. Oh. Ich, ach, warte, ich habe ja ein Schwert dabei. Warum benutze ich eigentlich nicht das? Boah. Eigentlich sollte ich mir mal ein Dach bauen, so kann ich auf den Blitz getroffen werden. Kann ja nicht viel passieren, der macht ja nicht so viel Schaden. Ah, jetzt brauche ich eine Axt. Keine Axt. Was machen? Erstmal schön Holz mehr. Oh Mann, jetzt habe ich auch kein Holz mehr. Ich habe alles ihm gegeben. Verarsche. Warum gibt's sie? Ja, weil er was brauchte. Mann. Ja, dann soll er sich selber füllen. Ist doch nicht so schwer. Hast du nur irgendwo Wabba oder so, damit du es mir mal geben kannst? Ich brauche nur einen Sapling. Dann kann ich nämlich Copper-Cable machen von Masuator. Da kannst du ja mitbenutzen, erstmal, wenn du möchtest. Oder hast du schon was Masturbaten? Nö, ich mache jetzt mein Haus fertig, dann kann ich auch was mit Technik machen. Hast du Copper? Ja. Yeah. Hm? Was? Wie bitte? Ob du Copper hast? Nein. Na, dann kannst du es erstmal so machen. Ist ja nicht so schwer, Copper zu finden. Hm. Aber bei mir hat es ziemlich lange gedauert. Sollte ich vielleicht meine Sachen in mein Haus packen. Weile, Höhle, nicht so viel. Oh, ich hab sogar Fleisch. Oh, ich hab ein Steak. Wie macht man denn diese, oder weißt du, wie diese Wabba-Dinger heißen, womit man das anzapfen kann? Ja, Tree Tap. Hier, Tree Tap. Oh, shit. Ah! Scheiße, scheiße, scheiße. Ich war noch von dem Versuchen vorhin, dass jetzt alles klappt. Ich bin noch im Cheat Mode. Sorry, Mann, Leute. Scheiß Skelett. Aha. Stirb. Jetzt stirb doch. So. Boah, es war knapp halbes Herz. Kann ich mir irgendwie eine Rüstung? Muss ich jetzt Rubber fahren gehen? Er legt das ein kleines. LOL. Bisschen. Seit wann gibt es Slimes an der Oberfläche? Seit es Sumpfbiome gibt, ungefähr. Oh, habe ich noch nie getroffen. Da sieht man mal, wie wenig ich jetzt so normales Minecraft spiele. Ich habe irgendwie immer Minigames oder so. Ah, hier! Oh, ich sehe deinen Namen. Wabba. Perfekt. So, ein Furnace. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen vorgesorgt. Jetzt geht's an die Ausarbeitung. So. Welcher Schwierigkeitsgrad ist das? Normal? Hm? Ja, das ist völlig normal. Welcher Schwierigkeitsgrad? Völlig normal.
da hat er die Farm angebaut. Ja, mal richtig ver... hä? Warum hat er die Farm bei dir gebaut? Also nicht, weil er bei mir war. Ja, aber nein, er hat ja gesagt, hier, er baut für uns eine Farm. Aber die hat er mehr in deine Richtung gebaut. Also von mir aus jetzt in deine Richtung. Auch unmöglich. Also Stefan wird erstmal bei mir im Haus mitwohnen und später dann sein eigenes bauen. Also erstmal schnauben und dann, wenn er keinen Bock mehr auf dich hat, dann geht er weg. Nee, ich habe ihm das angeboten, weil mir da jetzt nicht so irgendwie erstmal Stunden spielen muss, um uns einzuholen. Weil er hat nicht so viel Zeit, er ist nicht immer dabei. Das ist der Schleim, der er ist ein hat. Gast. Ein Gast? Du meinst ja. Ein Gast mit Haar? Erstmal. So, er ist ein Gast. Ich dachte, du meinst jetzt, du hast dort einen Gast gefunden. Ich dachte so, weißt du, wie kommt der denn hierher? Ah, wabah. Shit. Hab ich gleich noch so Wabah gefunden. Ach, Zombies. Versand. Oh, Angry Zombies. Ey! Kommt her! Kommt her! Ah, Attacke! Oh, Scheiße. Nein. Oh, shit. Shit. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Boah, ey. Fast tot. So zwei irgendwie Zombies, ne? Die sind etwa angekommen. Ich bin auch stark. Hm? Die sind ja auch stark. Ja, zum Glück. Am Erleben. Ich glaube, beim Vulkan, da überlege ich echt, ob ich nicht den Vulkan auspumpe und ein Geothermalkraftwerk draus mache. Ja, weil da auch sehr viel Lava drin ist. Ja, nach unten hin, das geht ja bis ganz unten. Ich glaube, unten ist eine riesige Lavakammer. Danke, Skelett. Ey, jetzt kommt das Skelett wieder sich die Hölle, ja. Scheiße, ich bin gleich tot. Komm um die Ecke, Skelett. So, wenn ich Wabba schmelze, dann kriege ich, also wenn ich diesen abgezapften Wabba schmelze, dann kriege ich den anderen, ne? Ja. Passt so. So, was muss ich noch machen? Ich brauche 3 Flint, die habe ich. Dann brauche ich 3 Cobblestone. Ne, 2. Okay, dann brauche ich 8 Refined Iron, das heißt 8 Eisen. Scheiße! Ey, ich muss echt mal hinzubauen, mein Haus. Fühlt sich immer alle so eingeladen. Ja, yeah, es wird endlich wieder Tag. Wenn es jetzt noch aufhören würde zu regnen? Ja, Schnee ist noch schlimmer. Dann brauche ich noch ein Refined Iron. So. Bald habe ich ein Dach und dann kommt auch kein Schnee mehr in mein Haus. Ich habe jetzt auch so ein Dach. Nein. Ich glaube, die in einem halben Jahr. Da
kriege ich gleich 6 raus. Das heißt, wie viel brauche ich insgesamt? 6. Das heißt, ich brauche 3 Copper und 6 Rubber. 6 Rubber habe ich und 3 Copper. Ach, hier sind wir. Wir werden das so wahrscheinlich machen, dass bei FIFA-Bees immer wir abwechselnd die Folge machen, also einmal aus meiner Sicht, einmal aus seiner Sicht und dann immer wir abwechselnd, damit ihr immer wieder seht, was die anderen auch machen. Ja, also wir werden uns jetzt auch für diese Folge verabschieden, dann ist es schon wieder soweit. Und ja, dann okay. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, Leute! Ja.